Aber die Schlange hat ja auch schon ziemlich viel Gold angehäuft. Krass. Ein Angriff von Friedrich, aber wird noch nicht gefährlich sein. Bei der Schlange muss man mittlerweile auch erstmal durchkommen. Das ist auch gar nicht mehr so einfach mittlerweile. Der Sheriff müsste jetzt mal dem Friedrich hier irgendwie aushelfen. Und wenn es nur dabei ist, die Farm, die Steinbrüche zu beschützen. Im Idealfall kann er natürlich auch noch auf die Wirtschaft gehen. Ah, hier Friedrich. Ich glaube, von der Wirtschaft, von der Schlange ist er überhaupt. Doch, das sind noch ein paar Apfelfarmen übrig. Oh, das ist jetzt ein fetter Angriff. Oha. Sehr guter kombinierter Angriff von Abt und Saladin. Abt hat auch anscheinend offensichtlich das Glück, gerade Störkatapulte einsetzen zu können. Das ist immer unterschiedlich. Mal funktioniert das bei ihm, mal nicht. Beziehungsweise ist das allgemein bei den KIs so. Ich weiß nicht, wovon das abhängt, dass es manchmal funktioniert und mal nicht. Aber gibt das Team natürlich einen großen Vorteil, vor allem wenn der Abt seine 5 Katapulte oder so schicken kann. Das ist schon Wir werden heftig. überfallen! Friedrich hat ja auch leider keine Ballisten, sondern nur Mangen. Das heißt, er kann nicht gezielt die Belagerungsgeräte ausschalten. Und macht es natürlich schwierig. Aber immerhin stehen noch ein paar Steinbrüche von Friedrich, das ist wichtig. Er hat auch anscheinend kein Interesse, irgendwie mal die Störkatapulte zu beseitigen. Durch Ausfälle. Der Sheriff versucht natürlich ein bisschen die Wirtschaft zu zerstören, aber ich glaube, die Schlange hat schon wieder so viel Gold. Ah, nee, gar nicht, die hat alles aufgebraucht. Okay. Dann ist es natürlich nicht schlecht. Mal gucken, ob der Sheriff hier vielleicht noch was reißen kann. Der Abt ist aber auch noch gar nicht groß dazu gekommen, Gold anzuhäufen. Komischerweise. Oder hat der Sheriff hier tatsächlich mehr gemacht, als ich es gesehen habe? Und er hat tatsächlich schon einiges, aber vom Abt kann er ja eigentlich nichts zerstört haben. Ich wundere es nur, weil vom Abt steht tatsächlich gerade nur ein Steinbruch. Obwohl er ja hier offensichtlich mehr auf jeden Fall Platz hätte, Steinbrüche zu bauen. Angriff der Schlange. Schlange könnte hier auch eine wichtige Rolle spielen gegen Friedrich, weil sie eben
eigentlich am effektivsten ist, um die den Burggraben aufzugraben. Klar, das ist nur eins breit, aber ja, die Sklaven von Saladin kommen eben selten so weit. Und der Abt setzt ja auch nur Bogenschützen ein. Das Team hier unten macht es ziemlich gut mit ihren Patrouillen. Also der Saladin hat hier immer ein paar arabische Bogenschützen stationiert. Die Schlange lässt hier auch oft was stehen. Sogar der Abt hat ein bisschen was stehen. Also waren die auf jeden Fall sehr geschickt. Oh, der erste Angriff vom Sheriff anscheinend. Ah, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt leider. Kannst ein paar rittende Bogenschützen abfangen. Aber mehr auch nicht. Wir rücken hier auch immer mehr weiter vorne, weiter nach vorne, wie es aussieht. Vermutlich, weil eben die Holzfällerhütten beschützen wollen und die immer mehr in die Mitte gesetzt werden, weil da die letzten verbliebenen Bäume sind. Und wieder der nächste Angriff vom Abt. Ja, das klickt er ein. Die viel Glück haben mit ihren Störkatapulten, die sie dauerhaft setzen können. Ja, wie gesagt, Glück für das untere Team hier oben allerdings. Sheriff probiert es auch mit Störgeräten, da funktioniert es nicht. Noch nicht. Hey, das sieht echt nicht mehr. Also Friedrich sieht echt nicht mehr gesund aus. Okay, ich glaube, beim Ab funktioniert es auch nicht mehr mit den Stör. Katapulten, die verfangen sich alle hier am Torhaus von Saladin. Wir werden überfallen. Hier können wir mal ein bisschen schneller werden bis zum nächsten Angriff. Es ist halt heftig von Saladin. Das ist auch jetzt zu lange klappt mit den Störkatapulten. Okay, Angriff von der Schlange. Oh, freier Durchgang zum Bergfried. Aber das reicht wohl noch nicht. Ja,
Glück, ich habe noch ein paar Schwertkämpfer stehen. Aber der wird ja komplett weggebombt hier. Das ist Wahnsinn, was der Saladin hier macht. Mit seinen Störkatapulten. Ja, der Sheriff, der macht aber auch echt wenig, also selten Angriffe. Seine Störangriffe sind zwar gut gemeint, aber so groß juckt es die Schlange jetzt auch mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile können halt auch nicht mehr mal Friedrichs Steinbrüche arbeiten. Wir werden überfallen! Ja, geht vorbei an den Katapulten. Perfekt. Oh, da hat sich ganze Feuer ausgebreitet. Sheriff rennt schön mit den anderen Schützen durchs Feuer. Schon wieder der nächste Angriff vom Abt. Aber das Team hier unten hat auch irgendwie schon großes Glück, dass alles reibungslos funktioniert. Also sie haben es oft geschafft, Störgeräte zu schicken. Auch das mit den Belagerungsgeräten hat diesmal immer super funktioniert, dass die sich nicht gegenseitig ausgesperrt haben. Und jetzt noch ein Angriff von Saladin. Wir werden überfallen! Oh, die können direkt zum Bergfried. Jetzt gehen sogar die Bullesklaven hoch. Ja, das war's jetzt. Das Saladin. Ah, war sogar relativ knapp. Ja, dann ist es jetzt eigentlich entschieden. Können wir jetzt ruhig mal hochgehen, denn Chef hat da keine Chance. Ja, schade, war wieder ein sehr dominantes Match. Schlange war, ja, war eigentlich nie in Gefahr. Aber muss man eigentlich sagen, gut, der Ratte kann man keinen Vorwurf machen. Ja, also die Schlange, die Ratte, die hat eben gar nicht die Mittel dazu, groß irgendwas zu machen. Friedrich kann man vielleicht vorwerfen, dass er ja nicht genug Wert auf die Patrouillen gesetzt hat.
Denn teilweise macht er ja richtig, richtig viele Patrouillen. Hat er die mal im Steinbruch stationiert, wäre das natürlich gut gewesen. Aber ich finde eigentlich am schlechtesten performt hat der Sheriff, weil er eben sehr selten angegriffen hat und ja allgemein irgendwie sehr unauffällig war. Ja, und das Team hier unten hat eigentlich alles gut gemacht, also gibt eigentlich nichts zu bemängeln. Schlange hat es geschafft, oft zu nerven. Hat oft Steinbrüche anzünden können oder andere Gefahren. Und ja, der Abt und der Saladin, die haben immer diese Störgeräte schicken können, was ja gegen Friedrich unglaublich effektiv ist. Und auch sonst haben die das mit den Patrouillen hier oben richtig gut gemacht. Haben nicht zugelassen, dass der Sheriff oder der Friedrich mit seinen Rittern bei ihnen groß ja, zerstören können, konnte. Und deswegen auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Schlange, Saladin und Abt. Oh, guckt euch das an. Richtiges Bombardement. Ja, gegen Katapulte ist halt Sheriff echt nicht gut. Jetzt brennt er auch noch. Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder kein Geld mehr da. Holt mir den Steuereintreiber. Okay, die Angriffe hat er irgendwie überlebt, hauptsächlich durch Feuer. Die nächste Karawane vom Saladin. Störkatapulten, der schickt auch tatsächlich 5 auf einmal los. Das ist schon heftig. Saladin für mich heute MVP. Eine Nachricht vom Sheriff. Oh, schon wieder. Einfach weil er das. Oh, die Schlange holt sich den Kill. Nein, nicht. Schade. Da macht es der Abt wahrscheinlich. Einfach weil das Saladin ist super gemacht mit den Patrouillen und eben vor allem auch mit den Störgeräten. Okay, was macht der Sheriff jetzt? Also, ich wollte schon sagen, jetzt will er heldenhaft auf dem Feld sterben. Was machen die da? Aber nee, da bevorzugt er es doch. Sein Bergfried. Zu bleiben. Ja, das Gold ist jetzt am wichtigsten, Sheriff. Erstmal schön noch die Steuern erhöhen für die Bürger. Schon wieder verloren. Jo, okay, das Spiel hat tatsächlich den Abt als stärksten Spieler gewertet. Ah, tatsächlich hat jeder aus dem Team einen Kill gemacht. Cool. Mhm. Sheriff hat tatsächlich am meisten getötet. Erwirtschaftet hat Saladin noch mehr als der Abt. Ja, der hat irgendwie wirklich heute nicht so wirtschaftlich so viel abliefern können. Abt liefern. Aber gut, war für ihn im Endeffekt egal. Oh ja, das Team hat ordentlich Gebäude zerstören können. Fast 100 von der Schlange. Abt hat 72, Saladin
69. Darin waren die echt gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem dritten Kampf. Leider nicht so spannend, aber so ist das nun mal. Mal hat man spannende Kämpfe, mal nicht so spannende. Und genau, dann sehen wir uns wieder nächste Woche, wenn es dann heißt, Sultan, Wolf und Marschall gegen Schwein, Emir und Richard. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich habe fertig.